Hast du dich beim Fliegen schon mal so gefühlt, dass du am liebsten dort wohnen würdest? Nein, diese Frau schon. Sie hat ein altes Flugzeug gekauft, um darin zu leben. Was dann geschah, ist unglaublich. Joanne Ussery lebt in Benoit, Mississippi und hatte dort ein wunderschönes Stück Land. Sie hatte ein Wohnmobil auf einem Standplatz, der direkt vor einem herrlichen See lag und von großen Bäumen umgeben war. Sie hatte lange Zeit dort auf dem Land gelebt, aber jetzt hatte sie ein großes Problem. Ihr Wohnmobil war bei einem Eissturm völlig zerstört worden und es gab keine Möglichkeit, ihn zu reparieren. Sie würde sich was Neues suchen müssen. Das war ihr Zuhause. Sie lebte dort und als Kosmetikerin war es auch der Ort, von dem aus sie einen Großteil ihrer Arbeit erledigte. Das machte es doppelt so hart. Sie schaute sich überall nach anderen Wohnmobilen um, aber sie wollte auch ein bisschen mehr Platz, als sie es gewohnt war. Als sie das Problem mit ihrer Familie besprach, hatte ihr Schwager eine unkonventionelle Idee, die Joanne in Betracht ziehen sollte. Er wollte gar kein Wohnmobil, sondern etwas viel Größeres. Als Fluglotse arbeitete er auf dem örtlichen Flughafen und er hatte gerade etwas bekommen, das perfekt für Joanne sein könnte. Es war ein großes Flugzeug, eine Boeing 727. Es war die erste ihrer Art, die in der Flotte von Continental Airlines arbeitete. Das Flugzeug mit der Seriennummer 19510 war Mai 1968 bis September 1993 für die Fluggesellschaft im Einsatz gewesen und wurde dann ausgemustert. 1994, als das Gespräch zwischen Joanne und ihrer Familie stattfand, wurde das Flugzeug von seinem Lagerort nach Greenwood, Mississippi gebracht und sollte dort zerlegt werden. Das war eine unglaubliche Chance für sie. Das Flugzeug war groß und würde sehr gut isoliert sein. Ein Flugzeug kann unter rauen Bedingungen in großen Höhen nicht fliegen, wenn es nicht richtig isoliert wäre. Das bedeutet auch, dass ein Flugzeug auch am Boden den rauen Bedingungen standhält. Kein Eissturm würde dem etwas anhaben können. Das hörte sich für Joanne nach einem wirklich guten Angebot an. Sie beschloss, die Chance zu ergreifen. Es würde viel Arbeit bedeuten und wahrscheinlich nicht so günstig werden wie der Kauf eines Wohnmobils. Aber das Ding würde ihr gehören und etwas Besonderes sein. Sie zahlte $2000. Aber das war kein Wohnmobil, das sie einfach mit einem LKW auf ihr Grundstück ziehen konnte. Sie brauchte ein Umzugsunternehmen, um es auf ihr Land zu bringen. Das kostete nochmal 4000. Für die Verhältnisse von 94 ist das nicht gerade billig. Andererseits war es für ein Haus, in dem sie wohnen wollte, mit $6000 ein Schnäppchen. Doch als das Flugzeug bei ihr ankam, sah es immer noch wie ein Flugzeug aus. Alle Stühle waren noch drin und es war ein großes Unterfangen, ein Zuhause draus zu machen. Zuerst stellten sie das Flugzeug an den gewünschten Ort. Es sollte auf demselben Zementblock stehen, wo auch früher das Wohnmobil war. Das Ganze sollte aber etwas spektakulärer werden. Sie positionierten es über dem See, sodass es aussah, als ob es abheben würde. Das frühere Cockpit zeigte aufs Wasser und hatte eine wirklich schöne Aussicht. Sie hat einen ganz besonderen Raum im Kopf gehabt, den coolsten im Haus, aber dazu später mehr. Für manche Sachen brauchte sie Bauunternehmer. Das waren die Dinge, die gefährlich sein können, wenn man sie nicht richtig macht. Sie bezahlte Leute für die Sanitär- und Heizungsarbeiten und auch für die Elektrik, um sicherzustellen, dass alles richtig gemacht wurde. Aber es gab auch viele Dinge, die sie selbst tun konnte. Sie musste alle Stühle entfernen, um verschiedene Räume zu schaffen und Platz für Möbel zu schaffen. Dann legten sie einen neuen Bodenbelag quer durch die Ebene. Allerdings war dies ein Haus, das nie ein Problem mit der Lagerung haben würde. Die Gepäckfächer waren gute Schubladen. Es gab auch einige andere Merkmale des Flugzeugs, die sie beibehielt, um den einzigartigen Charakter ihres Hauses zu erhalten. Die Steuerräder im Cockpit blieben erhalten und wurden zu einem coolen Element, mit dem Joannes Enkelkinder spielen konnten. Sie behielt auch die hintere Lufttreppe, kombinierte sie aber mit einem Garagentoröffner, um die Tür zu öffnen und zu schließen. Sie benutzt sie als Haupteingang zu ihrem Haus. Das ist mal eine besondere Art und Weise, nach Hause zu kommen, das sieht man nicht jeden Tag. Durch die vielen Fenster war das Haus lichtdurchflutet, hell, schön. Joanne wollte mehr Platz und bekam ihn auch. Das hat sie $24000 gekostet. Das klingt zwar viel, aber es entstand ein besonderer Raum mit allem, was man in einer Wohnung braucht. Der Raum wurde in ein Haus mit 3 Schlafzimmern umgewandelt und wenn Kinder und Enkelkinder zu Besuch kommen, kann Joanne diese zusätzlichen Schlafzimmer gut gebrauchen. Das Haus behielt auch eine der Flugzeugtoiletten, aber Joanne schuf ein fantastisches Luxusbad im Cockpit. Dort befand sich eine große Badewanne, um ein Bad zu nehmen, während man auf den Teich blickt. Das muss ziemlich schön sein. Sie baute auch einen Whirlpool in das Zimmer ein,
in dem sie sich absolut entspannen und zurücklehnen kann. Das Haus hat auch eine große Küche, in der sie kochen konnte, ein Wohnzimmer und ein Esszimmer zur Unterhaltung und sogar eine Waschküche mit Waschmaschine. Wie Joanne erklärte, hatte das Haus alles, was sie sich für ihr Traumhaus gewünscht hatte. Sie legten eine Telefonleitung, um zu kommunizieren. Sie hat auch eine Klimaanlage für die wärmeren Monate. Außerdem gab es einen Ofen in der Küche und eine Spülmaschine. Das klingt traumhaft, aber sie hat auch viel Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt. Es hat nicht nur Geld und Arbeit gekostet, sondern auch viel mehr Zeit, als sie es geplant hatte. Aber am Ende war das alles wert, denn Joanne liebt ihr Haus. Außerdem ist sie nicht die Einzige, die sich an diesem besonderen Ort erfreuen kann, denn ihre Familie und Freunde hatten genauso viel Spaß, das einzigartige Haus zu besuchen. Joanne erzählte, dass ihre Enkelkinder es liebten, sie in ihrem Haus mit dem Flugzeug zu besuchen. Sie konnten durch das ganze Flugzeug rennen und spielen. Sie liebten es auch, im Cockpit zu baden und mit den Steuerrädern des Flugzeugs zu spielen, während sie in der Badewanne spielten. Es gab auch tolle Partys dort. Ihre Freunde kamen gerne an Bord, um Spaß zu haben. Diese Partys erzeugten eine Stimmung, als wären sie in der Zeit zurückversetzt, als das Fliegen noch der Höhepunkt des Luxus war. Das Einzige, was bei den Partys fehlt? Joanne meint, dass es einfach keine Stewardessen gab, die ihnen Getränke servierten. Insgesamt war das Flugzeug 27 Jahre alt, als sie es zu neuem Leben erweckten, und Joanne sagte, dass es das beste Zuhause der Welt war. Sie liebte es. Doch dann nahm die Geschichte eine traurige Wendung. Joanne hatte große Pläne. Das Interesse an dem Umbau war so groß, dass sie beschloss, es an einen anderen Ort zu bringen und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wieder einmal musste ein Umzugsunternehmen her, das Haus umsiedeln, und es ging schief. Das Flugzeug fiel vom Lastwagen und wurde beschädigt. Das war ein schwerer Schlag, nicht nur für Joanne und ihre Familie, sondern auch für all die Menschen, die die Geschichte verfolgt hatten. Würde sie diese Katastrophe jemals überwinden können? Was dann geschah, war unglaublich. Joanne war nie jemand, der eine Niederlage einfach so hinnahm. Was sie nicht umbrachte, machte sie stärker. In einigen der Interviews, die sie gab, erklärte sie ihre Pläne für die Zukunft. Die Umwandlung des Flugzeugs hatte ihr so viel Freude bereitet, dass sie alles nochmal machen wollte. Nur noch größer. Diesmal wollte sie eine Boeing 747 umbauen. Das würde ihr ein zweites Stockwerk geben, in dem sie ihr Traumschlafzimmer einrichten könnte. Wir wissen, dass Joanne mit einer solchen Vision all ihre Träume verwirklichen kann. Wer weiß, was die Frau noch alles im Schilde führt? Das ist echt unglaublich. Was denkst du über diese Geschichte? Würdest du auch gerne dein eigenes Flugzeughaus haben? Schreib es uns unbedingt unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.